hier sind wir an der Drehscheibe. Das ist also wohl eine der ältesten Drehscheiben in Deutschland. Die ist so bestimmt vor 1890 hier gebaut worden. Und ihre Funktion war die, dass die Lokomotiven, die ja immer vorwärts ziehen mussten, also die Dampflokomotiven hatten ja immer ihren Schornstein vorne. Und wenn die hier angekommen sind aus dem Süden, mit den Zügen und dann wieder mit den Zügen in Richtung Süden weggefahren sind, dann mussten die ja gedreht werden. Und das ist hier passiert. Also hier gab es keinen Lokschuppen, keine Garage sozusagen für die Lokomotiven, sondern das war hier rein dafür da, um die Lokomotiven zu drehen. Und auch, es waren noch zusätzliche Gleise hier, die dann in die Lokhalle führten, beziehungsweise in den Giardino Segreto, wo die Lokomotiven, wenn sie repariert werden mussten, dann eben die heiße Asche weggenommen worden ist und so weiter und so fort. Also diese Verteilerfunktion hatte die Drehscheibe hier auch noch. Aber hauptsächlich eben wirklich, dass die Lokomotiven gedreht werden konnten. Wir haben ja hier einen Güterverschiebebahnhof. Ein schönes Wort, Verschiebebahnhof. Was können Sie das vielleicht auch noch erklären? Ja, Verschiebebahnhof heißt, dass die Züge hier angekommen sind, europaweit hier angekommen sind. Deshalb haben wir hier so viele parallele Gleise. Die Züge wurden in kleine Stücke zerteilt und dann innerhalb Berlins an die entsprechenden Zielorte herangefahren. Das war ja, man muss immer wieder davon ausgehen, das war ja 1890 ist er hier eröffnet worden. Zu der Zeit gab es keine Alternative zur Eisenbahn. Die Alternative wäre Pferdefuhrwerk gewesen. Das heißt, jede Firma hat ihren eigenen Eisenbahnanschluss gehabt und die haben natürlich ihre Güter, die sie ranbekommen haben und diese wieder wegbringen, das musste alles per Eisenbahn passieren. Das heißt also, hier kamen die Züge an, hier wurden sie in einzelne Teile verteilt und gingen dann nach Tegel, Borsig und so weiter und also die ganzen Firmen hier rundherum. Und hier wurden die Züge wieder zusammengestellt, um sie dann also nach wieder deutschlandweit oder europaweit dann wieder zu verteilen. Letztendlich ist das ja das Gleis hier zum Anhalter Bahnhof. Und der Anhalter Bahnhof hat einen Güterbahnhof gehabt, das ist der Gleisdreieckpark. Dort wurden die Güter umgeschlagen. Da gibt es also noch die Lageräume, wo auf der einen Seite die Schienen sind und auf der anderen Seite dann die Pferdefuhrwerke. Da gibt es noch schöne alte Fotos. Die Pferdefuhrwerke waren, wo die Güter dann eben ausgeladen wurden. Und hier ist es dann eben so passiert, dass die Wagen dann an die Firmen weitergeleitet wurden und dort dann erst entladen wurden oder wieder beladen wurden. Dann. Und die vielen parallelen Gleise, dafür haben Sie auch einen schönen Begriff. Gleisharfe. Das ist eine Gleisharfe, nicht? Wie die vielen parallelen Gleise, die dann eben wie eine Harfe mit den Saiten, parallelen Saiten. Und wir haben also diese erste Gleisharfe ist eben 80er Jahre gebaut und dann 90er Jahre eröffnet worden. Und in den 1920er Jahren hat es dann nochmal eine zweite Gleisharfe gegeben, weil der einfach so wichtig war als Verschiebebahnhof. Und dann gab es eine Gleisharfe für die ankommenden Züge und eine Gleisharfe für die abfahrenden Züge. In der Zeit 1920 ist dann auch der Wasserturm gebaut worden. Ja, wir sind jetzt den Baumkronen etwas näher gekommen. Und zwar in welcher Höhe ungefähr? 10 Meter. 10 Meter, also in unserem Baumhaus, was ja auch Kunst ist. Mhm. Eigentlich, also es steht nicht, ist nicht in die Bäume reingebaut, sondern es steht auf eigenen Beinen in einem Baum. Also, wir haben hier die Trockenwiese und die Trockenwiese ist ein Biotop, ein sehr wertvolles Biotop. Deshalb ist das Naturschutzgebiet hier eingerichtet worden. Das ist also eigentlich ein sehr artenreicher Bereich. Das ist ein sehr extremer Bereich. Da kann tagsüber bis zu 60, 70, 80 Grad heiß werden, wenn die Sonne reinbrennt. Ist ja keinerlei Schatten. Das heißt, Pflanzen und Tiere müssen das also auch vertragen können. Und wenn es dann in der Nacht dann wieder kalt ist, klarer Himmel ist, dann kann das bis nach 10 Grad abkühlen. Das heißt also, die Pflanzen müssen dann also 60 Grad innerhalb von 24 Stunden aushalten. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Und insofern ist das hier eben dann Naturschutzgebiet. Rundherum ist Landschaftsschutzgebiet. Da kann es mehr oder weniger so wachsen, wie es will. Und das Paradoxe ist, dass hier im Naturschutzgebiet ganz massiv gepflegt werden muss, weil man eben dieses freie Gelände erhalten möchte.
weil eben sonst diese natürliche mit dieser natürlichen Sukzession, also dieser Abfolge, wie so etwas besiedelt wird, so ein Gelände besiedelt wird, da kommt eben nach der freien Fläche, der Wiese, kommen dann die Büsche, die Rosenbüsche und dann kommen die Bäume und schließlich haben wir nach 200, wenn wir also hier nichts machen würden, würde in 200 Jahren hier ein reiner Eichenwald stehen. Da sind also die alten Germanen und die Slawen sind hier also früher durch den Eichenwald getobt, nicht, wo sich die Römer nicht reingetraut haben. Stichwort Pionierbäume. Ja, Pionierbäume, das sind also zum Beispiel Pappeln hier, wie die Schwarzpappel hier, oder das sind die Birken und das sind die Robinien. Das sind Bäume, die Millionen von Samen haben. Und wenn von diesen Samen irgendwo ein Samenkorn hinfällt, dann kann da ein neuer Baum wachsen. Das heißt also, wenn die von ihren Millionen Samen 10 irgendwo, dann sind das also die ersten 10, die dann irgendwo wachsen können. Und dann gibt es eine kleine Pflanze, mit 2, 3 Blättern vielleicht. Die Blätter fallen im Herbst runter. Dann gibt das im nächsten Frühjahr schon wieder ein bisschen Humus. Da kann dann wieder eine andere Pflanze wachsen. So kommt das dann langsam. So ist eben auch hier dieses Gelände, was ja ursprünglich ein reines Industriegelände war, nur mit Steinen und Schienen und so weiter. Und in den Ritzen, da haben sich dann eben so kleine Pflanzen gesammelt und die produzieren dann einen Humus. Und das ist eben das, wo auch jetzt die Trockenwiese hier bei uns drauf wächst. Aber da sind ja überall noch die Schienen drunter. Das heißt also, es ist vielleicht, wenn es viel ist, so viel Erde da. Und unten drunter, deshalb ist auch zum Beispiel, wir haben ja hier, habe ich jetzt ganz vergessen, die Gottesanbeterinnen. Das sind Insekten, ungefähr so groß. Die haben Sie hier? Die sind seit ungefähr 20 Jahren hier nachgewiesen, ja. Kommen sonst in Deutschland im Kaiserstuhl und im Rheinland-Pfalz in den Weinbergen vor. Und wenn man im Internet guckt, dann kommen sie eben auch im Berlin-Schöneberger Südgelände vor. Und das hängt damit zusammen, hier ist ja überall der Schotter noch drunter. Das heißt, wir haben ein sehr warmes Kleinklima. Die Sonne strahlt drauf. Und ich kenne die Gottesanbeterin vom Studium her nur aus Südfrankreich. Und da war das was ganz Besonderes. Also, ja, also wie gesagt, hier bis vor 5 Jahren kannte ich jemanden, der eine gesehen hat. Inzwischen gehöre ich auch selber dazu. Wann und wie oft bieten Sie hier Führung an? Normalerweise einmal im Monat. Am Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, meistens um den dritten Sonntag im Monat. Aber es gibt auch noch Kollegen, wir sprechen das ab, dass wir also an unterschiedlichen Sonntagen dann eben unsere Führung machen. Die sind dann eben auch, haben unterschiedliche Schwerpunkte. Da soll man sich dann einfach mal informieren. Da gibt es ja die Internetseite von Grün Berlin bzw. vom Naturpark Schöneberger Südgelände. Und da sind diese Führungen auch alle angegeben. Und auch sonstige Veranstalter, Kindergeburtstage und also ja, wir haben hier ganz viel Action dann. Ja. Möglichkeiten für Action. Ja, vielen Dank, Herr Wiedemann, für die Tour hier durch den Park. Und vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauer. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.